Warst auch du Level 1? Hast auch du gesehen, dass alle anderen Level 1 sind? Hast du kein Skill-Based Matchmaking gehabt? Willst du dein Leben endlich ändern? Dann joine meiner WhatsApp-Plattform. Ich werde dir beibringen, wie du in 24 Stunden $8000 verdienen kannst. So oder etwas anders sind die meisten Werbung, die ich auf YouTube mittlerweile sehe, von irgendwelchen glatzköpfigen Männern oder auch völlig wild gewordenen mit Haaren, die einem dann ähnlich wie Andrew Tate erzählen wollen, dass sie aus Gründen der Nächstenliebe euch und allen anderen auf der Welt erklären wollen, wie man Geld verdient, was ihr alles für Chancen und an Möglichkeiten auslasst und die positive Energie, die all diese Dinge in euch hervorrufen. Es gibt ja auch so Firmenberater. Es gibt da einen, den habe ich kennengelernt durch meine Ex-Freundin, deren Betrieb, der, ich glaube, dann kurze Zeit pleite, später pleite gegangen ist, hat seine Beratung auch entgegengenommen. Da gibt es ja wirklich so viele auf YouTube mittlerweile. Und so stelle ich mir das dann jedes Mal vor, dass man in so einer, naja, die bieten ja immer solche Kurse an, wo man dann für 100 Euro Teilnahme sich 3 Stunden berieseln lässt, warum man negative Gedanken hat. Fallt nicht auf solche Leute rein. Ich musste gerade mal kurz überlegen, wie dieser komische Scharlatan hieß. Und ich habe ihn tatsächlich wiedergefunden. Einer von diesen Leuten, die absolut in ihrer eigenen Welt leben. Und wartet mal, Leute, ich zeige euch den. Ihr kennt ihn mit Sicherheit vom Hören. Oder von einer dieser Seiten, wo man den dann in der Werbung aufgeploppt bekommt. Dirk Kräuter, ja. Ja, also bei dem Unternehmen meiner Ex-Freundin hat es nicht geholfen und bei allen anderen Unternehmen bisher auch nicht so wirklich. Aber gut, zahlt ihm 100 Euro, lasst euch erklären, warum ihr scheiße seid und warum er es besser weiß. Aber um diese komischen, zwielichtigen, anzugtragenden Leute soll es ja gar nicht gehen, sondern es geht heute darum, und das war am Anfang tatsächlich ein bisschen mit Witz verpackt, weil ich bin manchmal auch witzig und das könnt ihr jetzt gut finden oder schlecht finden. Gestern war der höchstwahrscheinlich chaotischste Tag bei Call of Duty. Es gab kein SBMM zeitweilig. Alle waren Level 1. Es ging so weit, dass man entweder gar nicht spielen konnte oder man hat ein Trailer-Video bekommen, weil die Server irgendwie gedacht haben, dass ihr zum allerersten Mal Call of Duty spielt. Und dann haben Millionen Spieler gestern diesen Tutorial-Anfangsserver immer wieder abgespielt bekommen, wo einem dann erklärt wurde, was Warzone ist und so. Sehr unterhaltsam. Und das Geilste daran ist eigentlich, es ging so weit, und ich vermute, dass es ein DDoS-Angriff war, um ehrlich zu sein, denn nicht nur das Matchmaking an sich per se war betroffen, sondern across the map, alles, was über die Activision-Server lief, war komplett betroffen. Es war auch so, dass sie Modern Warfare 3 Ranked, Modern Warfare 3 Multiplayer und Warzone Ranked komplett deaktiviert haben. Also kein Witz, sie haben es komplett deaktiviert, es war für Stunden nicht verfügbar, weil nichts mehr ging. Was aber immer geht, und da möchte ich euch einmal ganz kurz einen ganz niedlichen, freundlichen Hinweis geben. Ab Montag, den 26.02., sind die beiden alten, neuen Sorten dauerhaft im Sortiment mit einer Aktion bis 6.03. Unter anderem Wassermelone und Thai-Lime. Das Ding ist, Wassermelone habe ich letzte Woche bekommen und er ist zu einem Viertel schon leer. Ich denke, mehr muss ich über meinen Favorite-Geschmack aktuell nicht sagen. Ich habe bei Holy nachgefragt, ob wir die Chance haben, irgendwann Kiba zu bekommen. Und ich kämpfe darum. Aber an Julian und das ganze Team, danke für Wassermelone. Ihr, wir alle freuen uns sehr darüber. Das heißt, Leute, ihr habt auch neue Shaker dazu. Ihr habt Thermoshaker. Ihr habt Badelatschen von Holy, die ihr dazu nehmen könnt. Ich kann es euch empfehlen. Ab Montag 16 Uhr im Shop verfügbar. Gibt gute Angebote dafür. Und mein persönlicher, weil ich süß mag, also wenn ihr ein bisschen säuerlich, fruchtig mögt. Ich habe Lime probiert. Lime, euer Ding. Ich persönlich, absoluter Favorite, Wassermelone zuschlagen, lohnt sich. Und falls ihr euch fragt, wie das mit den Tutorials am Anfang ausgesehen hat, wenn man tatsächlich das erste Mal, weil das Game das dachte, das Game startet, schaut euch bitte die Verzweiflung in seinem Gesicht an. Resurgence, they put him on the big map. Welcome to Call of Duty Warzone, recruit. Your mission is to fight for victory in this action-packed multiplayer experience, including Battle Royale and Resurgence.
Ich weiß nicht, wie verzweifelt man sein kann als Creator, dass man so guckt, aber ich kann mir das vorstellen, ey. COD ist für viele Creator halt so die einzige Einnahmequelle, um Miete, Strom, Heizung, alles zu bezahlen. Es geht mittlerweile gar nichts mehr. Ich fand das natürlich sehr unterhaltsam und viele von euch haben mir in den Kommentaren vor den letzten Videos jetzt gestern geschrieben, Shappy, was ist da los, weil keiner es verstanden hat. Deswegen das Video, was euch über alles aufklären soll. Und gleich auch nochmal ein Fazit zum Thema DDoS, warum ich darauf komme. Hier hat dann Activision vor mittlerweile 23 Stunden gesagt, ey, wir wissen, dass hier ein Problem ist. Und das hier ist das Geilste eigentlich. Und das ist so ein bisschen auch der Fokus von dem heute. Players may also notice unusual behavior related to account level and loadouts. Dadurch, dass anscheinend das Matchmaking nicht funktioniert hat, gab es dieses, also den Algo für den SBMM, fürs SBMM, gab es halt normales Matchmaking. Also ihr hattet gute Spieler in der Lobby, schlechte Spieler, Mittelspieler, so wie früher, 15 Jahre. Und die Tatsache, dass Activision schreiben muss, es könnte sein, liebe Leute, dass das Matchmaking sich für euch komisch anfühlt und ihr Leute mit verschiedensten Leveln und Loadouts seht, ist so abstrus, wenn man mal überlegt, dass das Normale war. Das war normal, dass wir verschiedene Loadouts, verschiedene Waffen, verschiedene Menschen gesehen haben. Wir hatten Deutsche in der Lobby und Franzosen und Italiener und Hauptsache europäische Server oder halt arabische Server, wenn man irgendwo in Saudi-Arabien gelebt hat oder Amerika-Server, sonst was. Die Tatsache, dass man einfach sagen muss, ihr werdet sehr, sehr ungewöhnliches Verhalten der Spieler sehen. Man hat Bots in der Lobby gehabt. Bots, also Spieler, die schlecht waren wie Bots. Und man hatte Pros in der Lobby und alles Mögliche. Ich glaube, keiner war traurig darüber, außer Activision, weil es Geld gekostet hat. So, und dann ging es eben weiter. Activision hat dann 2 Stunden später mitgeteilt, dass man eben die Multiplayer und Warzone Rank komplett offen einnimmt, um das Ganze zu fixen. Ihr müsst euch vorstellen, das habe ich so in einem Game bei einem AAA-Publisher und Entwicklerstudio noch nie gesehen. Wirklich noch nie. So, dann haben sie Modern Warfare Zombies offline genommen, weil das auch nicht funktioniert hat. Und ihr merkt es vielleicht, es ist ein bisschen Schadenfreude. Es ist irgendwie, Modern Warfare 3 ist gar nicht so schlecht released worden, wie ich finde. Gibt ja auch sehr viele Videos von mir aus den letzten 3 Monaten, wo ich sehr positiv über das Gameplay rede, über die Gameplay-Entscheidungen. Aber seit, keine Ahnung, 6, 7 Wochen ist Update für Update für Update und es geht immer weiter runter. Und ich verstehe einfach nicht, wie so etwas bei so einem Unternehmen immer noch passieren kann. So, und dann hier, die Server waren jetzt irgendwann dann nach 10 Stunden, müsst ihr euch vorstellen, ist ein ganzer Arbeitstag eigentlich, wieder zurück. Und Charlie Intel schreibt, SBMM ist so wie vorher. Also, so, und dadurch, dass es Double XP-Wochenende gab, hat Activision gesagt, wir verlängern das Double XP-Wochenende um einen Tag. Einfach nur, damit alle, die jetzt irgendwie halt das mitnutzen wollten, wofür auch immer man Double XP ohne Prestige braucht, jetzt nicht sauer werden oder so. Und dann nochmal 1 Stunde später war MW3 und Warzone Rankplay auch tatsächlich wieder zurück. Wie passiert sowas? Sowas, da geht nicht ein Server von 100 flöten und das Game ist kaputt oder so. Und ich bin relativ sicher, dass das ein DDoS-Angriff auf die Server von Activision war, auf die gesamte Serverstruktur. Und ich weiß nicht, ob das irgendetwas mit den Cheat-Herstellern vom letzten Wochenende zu tun hat. Da haben wir ja vor 2 oder 3 Tagen das Video drüber gemacht. Ich bin mir nicht sicher, was der Hintergrund des Ganzen ist, aber ich hau die Vermutung DDoS einfach mal so raus und ihr dürft diskutieren, ob ihr es für sinnvoll haltet oder nicht. Und es gab im letzten Video, und das ist ein besonderer Gruß von mir, ja, ein sehr besonderer Gruß, es gab da einen, der hat mir geschrieben, dass diese Holy-Oberarme nichts Besonderes wären. Wisst ihr was, Leute? Wenn ich hier just for fun euch mal meinen kleinen Trizeps zeige, weil ich mich über ein paar Ergebnisse beim Training freue, dann haben 99% von euch die Muße und die Güte und sagen, ey, Shappy, sieht cool aus, ja, schön, dass du dich ein bisschen fit hältst, so positiv, wisst ihr? Es ist for fun, es ist nur for fun. Und da gibt es immer diesen einen Huren, dieses Hundekind, dieses eine Hundekind, was freiwillig auf ein YouTube-Video klickt, freiwillig, komplett freiwillig, freiwillig sich das anguckt, meistens dann von jemandem, den man gar nicht mag. Also, wie kann man in seiner Freizeit auf ein Video klicken von einem Menschen, den man nicht mag? Dann ignoriere ich es doch. Dann ignoriere ich es doch. Und schreiben einem, ja, so besonders ist das nicht. Nur für dich, mein Bester.
Wenn der Trizeps nicht ausreicht, um mir deine Freundin zu schnappen, wird's mein Geldbeutel. Jungs, ich wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein.